Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Geschätzte Gläubige, an diesem herrlichen Herbstsonntag, goldenen Sonntag, wie sie uns jetzt geschenkt sind und wie wir staunen dürfen über die Schönheit unserer Natur und unserer Gegend, haben wir uns versammelt, den Sonntag zu feiern. Den Tag, wo das Licht Gottes unser Leben erhellt. Ich freue mich, dass die Volkstanzgruppe heute die Gottesdienste mitgestaltet, unsere Musikern und Sängern. Wir sind in dieser Woche der wahren menschlichen Größe gewesen. Wisst ihr es noch? Der Jakobus und der Johannes, die sagen, ich will ganz nahe bei Jesus sein, links und rechts. Und er, der sagt, könnt ihr, wenn ihr eine Einstellung habt, so wie ich, zu sagen, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wo kann ich helfen? Wer diese Einstellung hat, der ist groß im Reich Gottes und ganz nahe bei Jesus, der uns immer dienen will und das Leben aufbauen. Sagen wir Danke, wo uns das in dieser Woche gelungen ist, und bitten wir um Verzeihung, wo wir es versäumt haben. Wir wenden uns dem Kyrios zu, von dem wir das alles lernen können und abschauen. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Aus dieser liebenden, verzeihenden Umarmung Gottes heraus dürfen wir ihn loben und preisen. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger, gütiger, barmherziger Gott, mehre du in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Gib uns die Gnade zu lieben, was du gebietest, damit wir erlangen, was du verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören den Propheten Jeremia. Er hatte dem Volk Israel den Untergang prophezeit, dass sie sich von Gottes Geboten abgewandt hatten. 70 Jahre waren sie in Versklavung in Babylon. Dann verkündet er ihnen, dass Gott wieder heilen wird. Lesung aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr: Jubelt Jakob voll Freude zu und jauchzt über das Haupt der Völker. Verkündet, Lob singt und sagt: Der Herr hat sein Volk gerettet, den Rest Israels. Seht, ich bringe sie heim aus dem Nordland und sammle sie von den Enden der Erde, darunter Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen. Als große Gemeinde kehren sie hierher zurück. Weinend kommen sie und tröstend geleite ich sie. Ich führe sie an wasserführende Bäche, auf einen ebenen Weg, wo sie nicht straucheln. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Im Testament gab es einen hohen Priester, der für das ganze Volk immer das Versöhnungsopfer darbrachte. Jesus ist der ewige hohe Priester, der die Menschen und ihre Schwächen kennt, da er selbst Mensch war, der sich selbst zum Opfer brachte. Lesung aus dem Hebräerbrief. Jeder hohe Priester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Verständnis aufzubringen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist. Deshalb muss er für sich selbst ebenso wie für das Volk Sündeopfer darbringen. Und keiner nimmt sich eigenmächtig dieser Würde, sondern er wird von Gott berufen wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern der zu ihm gesprochen hat.
mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle sagt. Du bist Priester auf ewig, nach der Ordnung Melchisedeks. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des Lebens gebracht durch das Evangelium. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruf den her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete: Rabboni, geliebter Meister, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Pfarrgemeinde, Jesu Weg führt von Jericho, der Palmenstadt, hinauf nach Jerusalem. Jesus fühlt, dass er einen schweren Weg bis hin zum Kreuz antritt. In Jesu Begleitung sind seine Jünger und eine größere Menschenmenge. Mehrfach schon hat Jesus angekündigt, er müsse vieles erleiden, er werde getötet, aber nach 3 Tagen wieder auferstehen. Doch die ihn begleiten, verstanden ihn nicht. Sie, die Sehenden, waren blind. Da begegnet Jesus einem Bettler namens Bartimäus. Es gab damals im Land viele Blinde. Der vom Meer hereinwehende Wind nahm den Sand auf und führte zu chronischen Augenentzündungen und oft genug zur Erblindung. Der Bettler ist eine Randexistenz. Er kauert am Straßenrand und muss froh sein, wenn ihn jemand eine kleine Münze oder ein hartes Stückchen Brot zuwirft.
Bartimäus hat offensichtlich aus Wortfetzen von der Menschenschar her gehört, dass es Jesus sei, der da vorüberging. Blinde besitzen ja, um sich zurechtfinden zu können, ein besonders gutes Gehör. Sicherlich hat Bartimäus früher schon gehört, dass Jesus Menschen heil machen kann. Dass manche Jesus für den versprochenen Messias aus dem Hause Davids hielten. So schreit er in seiner Hoffnung auf Heilung: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Es ist ein Bittruf, aber zugleich auch ein Bekenntnis zu Jesus. Die Umstehenden sind erzürnt. Sie halten den Zwischenfall für eine lästige Störung. Bartimäus weiß zwar, dass er es sich mit den Leuten, auf deren Hilfe er doch angewiesen ist, nicht ganz verscherzen darf. Doch diesmal lässt er sich von den anderen nicht den Mund verbieten und er schreit nur noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarme mit mir. Jesus lässt den Blinden hier rankommen und stellt die doch recht seltsame Frage: Was soll ich dir tun? Er lässt ihn selbst vorbringen, was er will. Als der Blinde seinen Wunsch ausspricht, ich möchte sehen können, antwortet ihm Jesus knapp: Geh, dein Glaube hat dir geholfen. So zeigt Jesus dem Blinden, wie auch uns, woher Heil und Rettung kommen, nämlich vom Glauben, vom festen, vertrauensvollen Glauben an ihn. Die Worte Jesu sind über die damalige Situation hinaus natürlich auch an uns gerichtet. Da fällt auf, dass es die Apostel sehr eilig haben, mit Jesus nach Jerusalem zu kommen. Sie erwarten, dort im religiösen Zentrum werde Jesus mit Macht sein Reich aufrichten. Dort würden sie als Mitregenten 12 Throne zum Herrschen über Israel bereitet finden. Zumindest stünden ihnen ein Karrieresprung bevor. Nur jetzt kein Zwischenfall mehr. Darum fahren sie den blinden Bettler so grob an. Er soll gefälligst den Mund halten. Doch Jesus gebietet einzuhalten, innezuhalten. Er nützt die Situation, um nochmals deutlich zu machen: Damals wie heute geht es in seinem Reich nicht um Gewalt, nicht um Herrschaft und Karriere. Es geht um das Glück der Menschen, um ihr inneres und äußeres Wohl, vor allem für die Armen und Leidenden. Kurz, es geht um Barmherzigkeit. Das sollen alle, die zu ihm gehören, endlich begreifen. So muss es heute der Kirche und uns als Gottesvolk primär um die gelebte Barmherzigkeit gehen. Nicht vorwiegend um den äußeren Betrieb, den Apparat mit seinen Strukturen, nicht um eindrucksvolle Demonstrationen, schon gar nicht um erstrebte Positionen und ergatterte Einflüsse. Barmherzigkeit im Sinne dienender Liebe. Das ist das pulsierende Herz der Frohbotschaft Christi. In bestimmter Weise ist uns dieser blinde und doch sehende Bartimäus mit seinen aufsehenerregenden Hilfeschreien doch sympathisch. Denn nicht immer machen sich heute gerade diejenigen bemerkbar, die Hilfe am nötigsten hätten. Sie schämen sich oder sie wurden schon zu oft enttäuscht. Sie trauen sich nicht mehr oder haben schon resigniert. Oft liest man in den Zeitungen von völlig vereinsamten Menschen, es gibt so viele Arten des Verlassenseins und der Verzweiflung, von seelischer und körperlicher Not. Es gibt solche Menschen in jedem Betrieb, in jedem Ort, in jeder Schule. Sie ziehen sich zurück und sind nur mehr schwer erreichbar. Je mehr sich die Geschäftigen und die Typen mit dem flinken Ellbogen in den Vordergrund drängen, desto mehr werden die Verunsicherten an den Rand gedrängt. All diesen gebührt gemäß der Lebenspraxis Jesu
in erster Linie Augenmerk und Zuwendung. Trotz Klimaerwärmung wird es kühler und frostiger in der Welt. Ganzen Völkern ist das eigene Hemd näher als der Rock. Siehe das unverständliche, egoistische Verhalten der ehemaligen Ostblockstaaten in der Flüchtlingsfrage. Nehmen ja, aber geben nein. Nur zu Recht hat der Papst das kommende Jahr zum Jahr der Barmherzigkeit deklariert. Die große und nicht weniger die kleine Welt dürstet nach dem, was das Wertvollste ist, das wir Christen zu bieten haben. Liebe, Barmherzigkeit. Es gilt, dem Beispiele Jesu folgend innezuhalten, unsere Augen zu gebrauchen, nicht sehend blind zu sein, handeln. Der Friedensnobelpreisträger Martin Luther King sagte einmal, wir Christen sollen nicht wie ein Thermometer sein, das bloß die Temperatur misst. Wir Christen sollen wie ein Thermostat sein, das bei Abkühlung für mehr Wärmezufuhr sorgt. Und dann noch ein zweites. Grob herrschen die Apostel und die Menschenmenge den Blinden an. Und doch verlockt es einen zu einem Schmunzeln, wenn man sieht, wie durch das Einhalt gebietende Wort Jesu sich alles schlagartig ändert. Nun überschlagen sich die Leute in einem plötzlichen Umschwung in ihrem gut gemeinten Eifer. Energisch und wohlwollend reden sie dem Bettler zu. Hab nur Mut, komm, steh auf. Jesus ruft dich, komm. Die Szene ist wie verwandelt. Ist es nicht auch unsere Erfahrung? Es ist nicht leicht, einen einzelnen Menschen umzustimmen. Je größer aber die Menge ist, umso leichter gelingt es, sie im Bösen wie im Guten umzupolen, bis hin zur Manipulation, zur Aufwiegelung. Die Diktatoren aller Zeiten haben das am besten verstanden. Es gibt eine Lufthoheit über den staatlichen Territorien. Es gibt aber auch eine Lufthoheit über den Stammtischen. Wann immer ungerechte, verletzende Worte fallen über jemand, der nicht anwesend ist, wenn gezündelt wird, liegt es an uns Christen, sachlich kühlen Kopf zu bewahren und versuchen, ausgleichend und friedensstiftend einzulenken. Anschaulich ermutigt uns das Evangelium, wie schnell in aufgereizter Stimmung eine gute Gesinnung wieder die Oberhand gewinnen kann. Denn trotz aller Schwächen sind die Menschen allgemein gut und sie sind doch allgemein guten Willens. Ein kurzer Hinweis noch: Im Gewurle und Gedränge um Jesus wird er ganz umringt und verdeckt. Bartimäus, der blinde Seher, erkennt und sieht ihn durch die Hindernisse hindurch. Er sieht ihn mit den Augen des Herzens. Halten auch wir den Blick auf Jesus frei. Er ist das Zentrum unseres Glaubens. Lassen wir uns trotz mancher Mängel in der Kirche, trotz mancher Enttäuschungen nicht entmutigen. Halten wir die Sicht auf Jesus frei. Dann ist, wie für Bartimäus, der Weg unseres Lebens gesichert. Auch von Bartimäus heißt es am Ende dieser so tiefsinnigen Geschichte kurz und knapp: Er folgte Jesus auf seinem Weg, er folgte ihm in Dankbarkeit und Treue. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Kennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu Gott, der die Nöte von uns Menschen sieht und uns zum Leben führen will, lasst uns bitten. Wir beten für die Menschen, die in Angst um ihr Leben um Hilfe schreien, die Hungernden, die Opfer von Kriegen, die Menschen auf der Flucht. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen, die verzweifelt sind und nicht sehen, wie ihr Leben weitergehen soll, und für jene, deren Glauben erschüttert ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen, die blind sind für die Not ihrer Mitmenschen und für jene, denen Herz verbittert ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Gemeinschaft unserer Volkstanzgruppe, dass wir uns offen begegnen, unsere Lebensfreude stärken und hören, wenn jemand um Hilfe ruft. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für jene, die in der Geborgenheit bei dir schon die ewige Heimat gefunden haben, besonders für die verstorbenen Mitglieder unserer Volkstanzgruppe. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention in die vier Bitten einschließen. Großstadt Leder für verstorbenen Gatten und Schwiegereltern, Seniorenbund für verstorbenes Mitglied Josef Wurm, Sterbetag hat in dieser Woche Erna Mittmannsgruber. Herr, sei ihnen gnädig und barmherzig. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, unser Gott, hörst uns Menschen, wenn wir zu dir rufen. Öffne unsere Augen und Herzen, dass wir erkennen, wie du uns helfen möchtest. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott,
sieh gnädig auf die Gaben, die wir darbringen, und lass uns das Opfer deines Sohnes so feiern, dass es dir zur Ehre und uns zum Heile dient. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir sind jetzt Bartimäus und Christus geht an uns vorbei. Er reißt sein Herz für uns auf, damit unsere Herzen sehend werden. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger himmlischer Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns Menschen ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein stellvertretendes Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du in deine Herrlichkeit erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der sich für uns hingegeben hat. Denn in der Nacht der Menschheit, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit Werken der Liebe. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden untereinander durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das göttliche Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns miteinander beten und singen.
auferstandene Jesus trat in die Mitte seiner Jünger mit geheilten Wunden und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im Heiligen Sakrament. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet. Und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch das Zeichen des Auferstandenen, Frieden und Versöhnung. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird mein Seele gesund. Jesus, hab Erbarmen mit mir. In der Heiligen Kommunion erfahren wir die barmherzig heilende Zuwendung der Liebe Gottes. Nehmen wir sie mit offenem Herzen an. Christi, schenke uns das ewige Leben.
Dankbar öffnen wir uns und sehen die guten menschlichen Beziehungen, die Wunder der Schöpfung, die kleinen unsichtbaren Dinge im Alltag, die wohlwollenden Blicke unserer Mitmenschen, die helfenden Hände, die sich uns entgegenstrecken, die Bemühungen um Gerechtigkeit und Frieden, die Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes. Herr, schenke uns den Glauben, der uns sehend macht. Heute haben wir die Gelegenheit, ausgiebig in dieser barmherzigen Vereinigung mit Gott zu verweilen, während uns die Musiker das Ave Maria der Heimat singen und spielen. Lasst uns beten. Wir jubeln über die Hilfe des Herrn, wir frohlocken im Namen unseres Gottes. Herr, unser Gott, gib, dass deine Sakramente, die wir empfangen, in uns das heilend wirken, das sie enthalten, damit wir als unverhüllte Wirklichkeit empfangen, was wir in heiligen Zeichen begehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir hören noch die Verlautbarungen der kommenden Woche.
Morgen ist der Nationalfeiertag, um 8 Uhr ist die heilige Messe. Mittwoch ist wieder Möglichkeit zur stillen Anbetung um 18.30 Uhr vor der Abendmesse. Am Samstag ist die Taufe von Nico Schmalzer. Nächsten Sonntag ist Allerheiligen. Die Sammlung für die Weltmission ergab 978 Euro. Vergelt's Gott im Namen der Diözesen, die wir damit unterstützen. Heute am Nachmittag ist in St. Leonhard die Wallfahrt um geistliche Berufe. Diese lange Tradition, die momentan etwas verkümmert ist. Wir brauchen das Gebet, damit auch wieder junge Menschen sich ganz in den Dienst Jesu und des Volkes stellen. Um 14.30 Uhr ist der Rosenkranz, um 15 Uhr die heilige Messe mit einer Einstimmung von Dr. Dieter Eder zum Jahr der Barmherzigkeit. Der Dekanatsgebetskreis ist diesen Freitag um 19.30 Uhr in Weitersfelden. Am Freitag ist auch in Unterweißenbach ein Vortrag zum Thema über den Umgang mit Tod und Bestattung. Am Samstag sind alle Ministranten zur Probe für Allerheiligen eingeladen um 9 Uhr. Weichgelegenheit auf Allerheiligen hin, lasst uns ein Stück den Heiligen ähnlicher werden und legen wir jeden falschen Stolz ab, der uns diese große Gabe Gottes verhindert. Mittwoch von 17 bis 19 Uhr vor der Abendmesse, am Allerheiligentag vor der Frühmesse, am Allerseelentag zwischen dem ersten Seelenamt und der ersten Messe, die dann um 8 Uhr ist. Allerseelentag werden von jedem Priester 3 Messen gefeiert für die Verstorbenen. Es ist eine Wirklichkeit, wo wir ihnen zu Hilfe kommen können. Der Allerseelenablass, der auch zur Hilfe für die Verstorbenen ist, kann eine ganze Woche gewonnen werden. Modern verstanden, selbst sich in den Stand der Gnade setzen, mit Beichte, entschlossener Abkehr von allen Sünden, mit Kommunionempfang und dann Gebet auf Meinung des Heiligen. Im Rahmen der Abendmesse. Ich danke euch jetzt für euer Mitfeiern. Die Musiker, die sind zeitlos. Die haben uns heute ein bisschen mehr offenen Himmel beschert in dieser Stunde. Ich danke euch dafür. Zur Ehre Gottes und zur Freude von uns Menschen habt ihr eure Gaben jetzt eingesetzt. Wir wollen den Segen Gottes erbitten in dieser Woche des Rufens um Hilfe. Ich habe so viele Nöte, auch bei uns in der Pfarre momentan, menschliche Nöte, die herangetragen werden. Es steht uns gut an, den Herrn um Erbarmen zu rufen. Wie der Herr Dr. Eder gesagt hat, als Thermostat zu wirken, nicht als Jammerer, die sagen, es ist zu heiß oder zu kalt, sondern als die, die es richtig stellen. Die Woche hinzuschauen auf Jesus, der dasteht und sagt, komm her, was soll ich dir helfen? Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seiner Freude. Dank sei Gott dem Herrn.